Merle Dixon, der Bruder von Daryl Dixon. Anfänglich gab es nicht einen Zuschauer, der Merle mochte, aber zwei Staffeln später entwickelte er sich zu einem wahren Publikumsliebling. Sein heldenhafter Tod und wie er noch etliche von diesen Governor-Leuten abgemurkst hat, war einfach nur der Hammer. Als Dankeschön für euren Support verlose ich unter allen Abonnenten am 01.02.2017 einen 10 Euro Amazon-Gutschein. Alles, was du tun musst, ist, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. 5 Fakten über Merle und sein Schauspieler Michael Rooker, los geht's. Staffel 1. Die Szene mit dem Dach. Während des Drehs der Szene, in der alle auf dem Dach stehen und Merle seine Waffe abfeuert, glauben Bewohner, dass ein Sniper sich auf den Dächern aufhält. Sie rufen die Polizei und was passiert? Ein verdammtes SWAT-Team rückt an. Die Leute. Wir alle wissen, was Schauspieler teilweise ertragen müssen, um sich für die Rolle vorzubereiten. Einige nehmen unglaublich viel an Muskelmasse zu und andere nehmen unglaublich viel ab. Michael Rooker hat für die Rolle des Merle 13 Kilo abnehmen müssen. In Staffel 1 sieht er noch kräftig aus, aber das ändert sich in Staffel 3, als er abgemagerter aussieht. Das liegt daran, dass die Produzenten zeigen wollen, dass es nicht mehr so viel zu essen gibt. Michael Rooker hatte bis zur zweiten Klasse keine Schuhe. Bis zur zweiten Klasse lief er barfuß durch die Gegend. Warum genau, kann ich euch auch nicht sagen. Das habe ich nur auf seiner Website gelesen. Die ist unten in der Beschreibung verlinkt. Viele von euch haben sicher einen Führerschein und viele haben noch keinen. Aber wenn ihr einen Führerschein habt und das erste Mal tankt oder die weiteren Male tankt, werdet ihr bemerken, dass ihr unglaublich gerne auf eine runde Zahl tanken wollt. Also ist bei mir jedenfalls so. Und auch bei Michael Rooker, denn er sagt, er muss immer auf eine runde Zahl tanken. Wenn nicht, dann ist es ihm auch egal, ob er wieder einen Dollar mehr zahlt. Und wenn er das wieder verpasst, zahlt er wieder einen Dollar mehr. So lange, bis er eine runde Zahl erwischt. Also wenn du kein Fingerspitzengefühl hast, könnte das ziemlich teuer werden. 1977 wurde er zum Lebensretter des Jahres in der North Avenue Beach in Chicago ernannt. In diesem Sommer rettete er 11 Menschen, obwohl Schwimmen nicht seine Stärke war. Er arbeitete 3 Sommer hintereinander als Rookie Lifeguard und sagt von sich selber, dass er die Auszeichnung nur bekommen hat, weil er über das hinausging, was er von sich selbst glaubte, tun zu können. Ja. Kurz gesagt, er hat seine Ängste und seine Schwächen ignoriert und einfach weitergemacht. Leute, das können wir uns alle eine Lehre sein lassen, denn wir sollen immer und immer weitermachen. Das waren 5 Fakten über Merle Dixon und seinen Schauspieler Michael Rooker. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls ja, dann abonniere doch meinen Kanal. Du wirst nichts verpassen und du wirst auch deine Chance auf diesen 10 Euro Amazon-Gutschein nicht versäumen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!